Zwei Mitglieder einer im In- und Ausland hoch eingeschätzten deutschen Free-Jazz-Gruppe sind mit von der Partie. Hier allerdings auf weniger avantgardistischen, darum jedoch gewiss nicht ausgetretenen Pfaden. Manfred Schof, Kornett und Flügelhorn und Gerd Dudek, Tenorsaxophon und Klarinette. Der Schlagzeuger, Musikstudent Erich Bachtregel aus Graz, ist Preisträger des von Friedrich Gulder im Mai 1966 in Wien durchgeführten internationalen Jazz-Nachwuchswettbewerbs. Trompeter William McKay gehört zum Bremer Harald Eckstein Sextett, das im Oktober zum zweiten Mal als beste deutsche Gruppe in der modernen Richtung den heiß begehrten Preis von Düsseldorf gewann. Vier Mitwirkende sind Musikstudenten im klassischen Bereich. Gitarrist Volker Kriegel, im Workshop The Bluesy Sound vorgestellt, studiert Soziologie. Die Berufsangaben der anderen neun für diesen Jazz-Workshop ausgewählten reichen vom Operateur an elektronischen Rechenanlagen über die werdenden Grafiker, Maler, Mathematiker, Pädagogen, Philologen und Volkswirtschaftler bis zum Offizier. Trotzdem, Amateur im üblichen Sinne ist keiner von ihnen. So oder so nimmt die Musik in ihrem beruflichen Leben auch einen breiten Raum ein. Das ist die Band. Ich möchte jetzt zusammen mit dem Bassisten Helmut Kandelberger und dem Schlagzeuger Erich Bachtregel ein Stück spielen, das ich For Bud Only genannt habe. Gemeint ist Bud Powell, das große Vorbild aller modernen Jazzpianisten.